Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es Teil 2 meiner Schuhsammlung geben. Ich könnte noch easy, wie ich gesehen habe, noch einen dritten und einen vierten Teil hinterherhauen, aber die nächsten Schuhe werden dann so Schuhe, die ich mit meiner Mutter zusammentrage. Also das sind nicht nur meine Schuhe, sondern die Schuhe meiner Mutter. Meine Mutter hat nämlich sehr ausgefallene Schuhe. Wenn ihr die mal sehen möchtet, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare oder auf privat Instagram oder so. Dann weiß ich Bescheid, aber ich würde mal sagen, wir legen jetzt mal los mit dem zweiten Teil. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Einige schreiben, Alina, man kann hier was durchsehen. Ja, ich weiß. Das ganze T-Shirt ist halt einfach so ein bisschen durchsichtiger, so ein bisschen offener, so ein bisschen, ja, man kann halt einiges sehen. Leute, wir haben gerade jetzt zu diesem Punkt 26 Grad, mir ist übel warm und ich sehe es nicht ein, hier drunter noch einen Top anzuziehen. Ich bin froh, dass ich irgendwas Luftiges habe in meinem Schrank und ich bin halt nicht in einem Besitz, ich bin ja mega ehrlich zu euch, ihr wisst ja, wie ich drauf bin, von einem hautfarbenen. Deswegen muss halt Weiß jetzt herhalten und ganz ehrlich, nobody's perfect und ich scheiße jetzt mal gepflegt drauf, dass man hier was sieht. Ich meine, es ist Weiß, Mann. Gott, ist jetzt nicht so, dass ich Pink oder Lila oder Schwarz drunter habe, es ist Weiß. Und ich denke mal, das ist akzeptabel. Ich habe nur schon die Kommentare unten gesehen, deswegen, Vogel, kannst du jetzt mal bitte die Klappe halten? Warum eigentlich in jedem Video höre ich irgend so eine Dreckstaube, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal muss ich lachen, wenn ich mein Video schneide, weil man irgendein Vogel... Trennen hört, ehrlich. Nee. So, aber wir fangen jetzt mal an mit den Schuhen. Wie gesagt, ich habe noch mehr Schuhe, aber die teile ich mir dann mit meiner Mutter zusammen. Deswegen zeige ich jetzt erstmal noch weitere Schuhe, die nur mir gehören. Genau, ich fange mal mit den Schuhen an, die ich aus Moskau habe. Und zwar sind das die hier. Und die liebe ich wirklich so krass. Das ist Schuhgröße 37 und die sind verflucht dreckig. 38 sogar. Und das Coole an diesen Schuhen ist, A, die haben so eine Lederoptik. Nein, das ist kein echtes Leder. Aber... Wenn ich die dann anhabe, haben wir hier solche Häschenohren. Und ich finde, das sieht einfach so schön aus mit diesem Glitzer noch dazu. Das mag ich so gerne und ich trage die auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber da muss man halt Socken anziehen. Kennt ihr diese halben Socken? Also wo hier vorne dann auch alles offen ist. Diese Ballerina-Socken sind das, glaube ich. Die sollte man da am besten anziehen, weil ansonsten drückt das irgendwie ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Es ist, habe ich auf irgendeinem Basar in Moskau gekauft und... Die riechen halt auch so ein bisschen so basarmäßig, sagen wir mal so. Ja, aber ich mag die trotzdem sehr gerne und die waren halt auch nicht günstig. Und ich finde, die haben einfach so eine schöne Form und sehen halt einfach so süß und so klein aus. Und meiner Schuhgröße sieht das halt einfach so kompakter und süßer aus. Deswegen wollte ich die unbedingt haben. Dann habe ich hier nochmal solche gestreiften Schuhe und die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr angehabt. Ich habe mal so ein Kleid gehabt oder irgend so ein Top gehabt. Ich weiß nicht mehr, was genau so gestreift war. Und ich habe dazu nicht die passenden Schuhe gehabt. Und meine Mutter hat dann irgendwann diese Schuhe mal entdeckt gehabt. Leute, fragt mich bitte nicht, wo sie die gesehen hat. I don't know, das ist auch Schuhgröße 37, aber irgendwie sehen die voll groß aus. Ja, keine Ahnung, wo die gekauft hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie die bei Kick oder so gekauft hat, bei Teddy, bei im Outlet von Bonprix oder so. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich kenne auch die Marke nicht, Walk Woman. I don't know, aber ich mag die sehr gerne, habe ich auch sehr oft angehabt. Mittlerweile habe ich das Kleid nicht mehr oder diese Bluse. Oder war es ein Kleid und eine Bluse? Ich glaube, das waren zwei Sachen. Ich glaube, ein Kleid und eine Bluse, egal, beides passt mir auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe das jetzt nämlich auch schon weggegeben, deswegen kann ich mich da auch nicht richtig dran erinnern. Ja, aber die Schuhe sind geblieben, vielleicht finde ich noch irgendwas Ähnliches dazu, was ich hierzu kombinieren kann. Oder meine Mutter trägt die dann einfach wieder. Genau, dann fangen wir jetzt an so mit meinen höheren Schuhen. Ich habe nicht viele, ich musste vieles wegschmeißen, weil mir das... nicht mehr gefallen hat oder weil die halt durch die Wärme hier oben, hier ist richtig, richtig krasse Wärme drin. Gerade im Sommer, wenn draußen 30 Grad sind, ist hier einfach gefühlt 40 Grad drin. Und bei einigen Schuhen ist das tatsächlich passiert, dass der Kleber sich gelöst hat und dass der Kleber ausgelaufen ist von den Schuhen. Das war wirklich nicht so schön und deswegen musste ich einige Schuhe deswegen entsorgen, weil die Sohle sich einfach aufgelöst hat. Der ganze gelbe Kleber, der da war, der ist ausgelaufen. Und das sind jetzt halt noch Schuhe, die übrig geblieben sind. Alle Schuhe, die ich euch jetzt zeigen werde, haben eine klitzekleine Bedeutung bzw. eine Geschichte. So, ich fange mal mit denen hier an. Das sind mit meiner liebsten Schuhe. Ich habe mir dieses Jahr dafür ein Kleid besorgt.
weil ich dafür kein Kleid hatte. Ich hatte die jetzt zweimal an, aber da hat das Outfit absolut nicht zusammengepasst. Ich habe mir jetzt eine passende Tasche dazu geholt und halt ein Kleidchen, was ich dann mitnehmen werde nach Kroatien, weil die kommen nämlich auch mit. Ich mag die sehr, sehr gerne und ich finde die einfach so schön. Ich weiß nicht, wo meine Mom die gekauft hat. Die haben wir in Spanien gekauft. Ich glaube, die haben wir in Spanien gekauft, ja. Die haben wir auf Mallorca gekauft, müsste das sein. Da war auch so ein kleiner Basar, dann haben wir uns die geholt. Schuhgröße 38, liebe ich. Ich mag solche Schuhe halt einfach, die so richtig hochgeschnitten sind, hochgemacht sind. Keine Ahnung, ist halt einfach ein schöner, bequemer Absatz, worauf man auch laufen kann. So, so eine Art von Schuhe habe ich dann nochmal. Die sehen dann so aus. Die sind mehr so gepunktet und die hatte ich halt schon öfters an. Also hier sind solche Steinchen dran. Ich glaube, die hatte ich so 6-7 Mal schon an. Ich liebe die einfach so unglaublich. Und das waren auch mit meiner ersten dieser Art hohen Schuhe. Genau, die habe ich, glaube ich, auch von... Nee, die habe ich nicht von Mallorca. Die habe ich aus irgendeinem Urlaub. Ich weiß leider nicht mehr woher, aber die habe ich auch aus irgendeinem Urlaub. Und ich mag die einfach super gerne. Leider gehen die hier auch schon kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die nochmal tragen werde. Aber ja, mag ich total gerne. Und das sind meine letzten Schuhe in der Art, die ich mir geholt habe. Meine Mama hat davon noch mehr, aber die hat mir meine Mutter vorletztes Jahr, hat die mir aus Kroatien die Schuhe mitgebracht. Ich habe Mama gesagt, ey, bring mal meine Schuhe mit. Ich wollte irgendwas haben und sie fand die mega schön und hat die mir mitgebracht. Und ich mag die ehrlich gesagt auch mega, nur waren die echt teuer. In Kuna, also die Währung von Kroatien, oder die kroatische Währung ist ja Kuna. Und die waren nicht gerade günstig. Hier haben wir Größe 39. Die fallen nämlich ein kleines bisschen größer aus. So, als nächstes habe ich Schuhe, die eine Bedeutung haben. Denn jedes dieser Paar Schuhe hatte ich zu einem Fest an oder zu einer Feier an. Oder halt zu irgendeiner anderen besonderen Feier, sagen wir mal so. So, ich fange jetzt mal mit den ersten Schuhen an. Das erste, was ich hier habe, sind diese hohen Schuhe in Braun. Und zwar sind das die mit einem kleineren Absatz. Dieser Absatz hat schon ein paar Mal hier echt gelitten. Ich glaube, man kann das sehen. Da sind sogar irgendwelche Punkte drin, beziehungsweise Löcher drin. Diese Schuhe hatte ich auf der Konfirmation von meiner Cousine Xenia an. Also meine größere Cousine Xenia. Und dazu hatte ich ein braunes Kleid an. Und das waren meine ersten so richtigen hohen Schuhe, die ich mir kaufen konnte bzw. durfte. Und ich habe mich mega gefreut. Yay, ich darf Schuhe tragen mit einem Absatz. Und hören sich auch schon mittlerweile sehr komisch an. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber locker. Die müssten schon fast ihre 10 Jahre bald auf dem Buckel haben. Und für mich ist das halt einfach Erinnerung, wenn ich die sehe. Ich würde die, glaube ich, nicht nochmal anziehen. Aber ich habe die den ganzen Tag ordentlich getragen und danach hatte ich die auch noch ein paar Mal an. Aber das waren so meine ersten Schuhe. Der nächste Schuh, den ich euch zeigen werde, der Schuh ist von meiner Konfirmation. Und wie man sehen kann, ein schwarzer, schöner Schuh. Und der Absatz hat sich ja ein bisschen vergrößert. Ich war mega glücklich, dass ich mir ein bisschen größeren Absatz aussuchen durfte. Ich war mit meiner Mutter bei da. Ich meine, meine Mutter so, ja, willst du dir nicht lieber was Kleineres holen? Ich so, nein, Mama, ich möchte schon was Großes haben. Und für mich war das halt mega groß. Mittlerweile ist das für mich aber mega, mega klein irgendwie. Genau. Aber ich habe mich mega gefreut und bin auch den ganzen Tag damit rumgelaufen. Dementsprechend sehen die halt unten auch ein bisschen zerfranst aus. Aber ich lieb's. Was ich aber an den Graceland-Schuhen nicht mag, weswegen mag, was für ein neues Wort, mag, ist, dass die halt hier unten so, keine Ahnung, die sind so breit gemacht und ich finde, die machen irgendwie voll den harten Klumpschuh. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber mein Fuß sieht da drin einfach mega kacke aus. Weiß ich nicht. So verkehrt. Ist halt, so wisst ihr, was ich meine? Das sieht so breit, Mann. Ich mag es halt, weil mein Fuß so richtig kompakt, so schön eingepackt ist, so wunderschön, so richtig Prinzessinnenfüße und hier sieht das halt einfach aus, wie als hätte ich Bauernfüße gefühlt, beziehungsweise Bauernschuhe mit Bauernfüße zusammen. Deswegen mag ich nicht so gerne, aber trotzdem haben die gehalten, haben ihren Job erfüllt. Ich würde es auf jeden Fall noch anziehen, weil ich habe die ja da, ne? Dann habe ich als nächstes Schuhe, wo ich gerade gemerkt habe, dass ich die nicht ein einziges Mal anhatte und ich weiß in Gottes Namen nicht, für was ich diese Schuhe gekauft habe. Ich habe gerade eigentlich dazu eine Story gehabt, bis mir aufgefallen ist, nee, die stimmt nicht. Ich hatte die Schuhe an diesem Tag gar nicht an. Ich habe gedacht, ich habe diese Schuhe, das sind übrigens dieselben wie die schwarzen, habe ich für die Familienfeier gekauft, weil mein Kleid in der Farbe war. Passt mir auch nicht mehr, deswegen war. Aber hier ist nochmal der Schuh. Also richtig schön, so, mit, so glänzend und der Absatz auch eigentlich mega schön. Hier vorne alles schön glänzend.
Liebe ich, aber ich dachte, ich hatte den auf der Familienfeier an. Ich habe aber gerade das hier gesehen. Und Leute, den Schuh hatte ich nicht ein einziges Mal an. Der Schuh ist neu? Wo hatte ich denn bitte diesen Schuh gekauft? Und wieso besitze ich so einen Schuh? Es ist mein Schuh, weil meine Mutter hat kein Kleid in der Farbe. Ich habe so ein Kleid in der Farbe. Das hatte ich zu der Familienfeier an. Bis mir gerade eingefallen ist, dass ich den weißen Schuh dazu auf der Familienfeier anhatte. Ich weiß gar nicht, ist der Absatz derselbe? Ja. Auch der ist von Graceland. Wie gesagt, das ist derselbe Schuh. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein Hochzeitsschuh oder so. Ich habe das aber mit diesem lilanen Kleid kombiniert, weil ich eine weiße Tasche hatte. Und den hatte ich an. Das sieht man halt. Aber wieso kaufe ich mir Schuhe und ziehe die nicht an? Safe, ich habe mich nicht umentschieden. Also, zu irgendwas sollte ich diesen lilanen Schuh wohl anziehen. Und es ist nicht passiert. Und deswegen konnte ich ihn nicht anziehen. Aber weiß ich nicht. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe dreimal dieselben Schuhe in drei verschiedenen Farben. Kommen wir jetzt schon zu dem letzten und 1, 2, 3, 4, 5. Schuh in dieser Art. Und zwar ist das der hier und den hatte ich ganz oft an und ich liebe den. Das ist ein Schuh von Marco Tozzi, heißt das Ganze. Ich glaube, wir haben den bei Otto oder bei Bonprix bestellt und der glitzert einfach so wunderschön. Und ich liebe diesen Schuh einfach so unglaublich, weil der vorne so richtig süß aussieht. Der macht so richtig schöne Mäuschenfüße, wie ich immer sage. So, wenn ich den anhabe, oh, ich liebe es einfach so krass. Das ist halt einfach so ein perfekter, schöner, schmaler, wunderschöner Schuh. Und der macht halt einfach wunderschöne Füße, Beine, alles sieht perfekt aus. Ich kann euch das mal so ein bisschen zeigen mit diesen weißen Schuhen. Schaut mal, was das für ein Monstrum ist im Vergleich. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwas sehen kann, aber da. Ich finde einfach, der macht so einen schönen Fuß. Da. Moment. So. Und dann haben wir halt diesen Klotz hier. Man erkennt zwar nicht viel, aber ich finde, man kann auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Es sieht halt von vorne so richtig, ja, schön aus. Moment. Ich glaube, so kann man vielleicht ein bisschen besser was sehen. Ich finde, von Marco Tozzi, die machen halt einfach super, super schöne Schuhe. Und mein Fuß sitzt darin halt einfach mega schön bequem und mag ich einfach, weswegen ich mir, glaube ich, auch nur Schuhe von Marco Tozzi kaufen würde. Ich bin zwar in den letzten Jahren nicht dazu gekommen, hohe Schuhe zu tragen, aber ich liebe Schuhe. Und ich habe auch eine Schwäche für hohe Schuhe. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werde ich so eine kleine Schuhsammlung haben, weil ich habe eine richtige Schwäche für Schuhe. Ich scheiß auf alles, aber für Schuhe habe ich eine richtig krasse Schwäche. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wenn ich etwas sammeln würde, beziehungsweise, ja, wenn ich etwas sammeln würde, wäre es tatsächlich Schuhe. Und zwar nicht normale Schuhe, sondern hohe Schuhe. Da habe ich eine richtig krasse Schwäche für und gebe ich euch ehrlich zu. So, meine Lieben, das waren meine Schuhe Part 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Löchchen zu aktivieren. Sonst verpasst ihr auch in Zukunft ganz meine Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch von dieser draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.